habe mir zur Seite gehust, meine Zweige genommen, Hobbits, und Eladun zu meinem Schreibtisch. Ja. Heute mal so ein kleines Video, was so ein bisschen durcheinander ist und mehrere Formate irgendwie in sich beinhaltet, könnte man wohl so sagen. Ja, mein Schreibtisch. Jetzt zeige ich euch zum Beispiel mal meine neue Wohnung. Nach draußen gehen wir heute noch nicht. Ja. Ich zeige euch mal hier ein bisschen mehr als diesen Schreibtisch. Das ist mein Schreibtisch, der ist ein bisschen größer als mein alter Schreibtisch. Eine Heizung. Und dann gehen wir mal ein bisschen zurück und gucken mal, was da so gibt. Oh, ein WLAN-Router. Ja, ganz offensichtlich ein WLAN-Router. Ja, da ist mein Kamerastativ. Mein Handy liegt da auch. 3DS, Switch wieder, Laptop, sehr alter Laptop, den ich noch von zu Hause mitgenommen habe, Trinkglas, Taschentücher, er ist noch ziemlich leer, der Schreibtisch, da nehme ich dann so auf hier ein Gerätchen, Gerät aufklappen, ah, hier sieht er mich ein bisschen, Stativ hin, Kamera drauf, filmen, ja, so funktioniert das hier, jetzt wird Kabelsalat. Ein Ordner mit einigen Unterlagen. Eine Mehrfachsteckdose, die wahnsinnig überladen ist. Da ist die Switch. Die Joy-Cons daneben. Ein ES Mini. Fernbedienung. DVD-Player. Badminton. Die musste natürlich mitkommen. Fernseher. Okay. Switch Pro Controller. Mario Kart 8 Deluxe. Fahren der Zwerge. Hui. DVDs, Blu-rays, Switch-Spiele, 3DS-Spiele, Krams, eine Webcam, eine Hülle für die Switch, Tür, Lichtschalter, Heizungsregelung, Kreuz über der Tür, das nicht ganz gerade hängt. Ja, muss sein. Couch mit Kissen und weißem Kissen. Switch, Power Controller, Esszimmertisch, Schreibtischstuhl, Schreibtisch. Kannst du ausfahren. Couchbett. Kamera und der Zwerg, der sich hinter der Kamera versteckt. 6,5 Stunden später. Ja, das war jetzt noch keine vollwertige Roomtour, aber das sollte es auch nicht sein. Das sollte nur so ein kleines Zeigevideo sein. Die stehen da drüben. Oh mein Gott, was zum Teufel ist das? Das? Das ist ein Zeigezeisig. Wollte ich euch mal so präsentieren, was es so in meinem Aufnahmezimmer, in meinem Wohnzimmer gibt. Kommen wir zum nächsten Format, zum nächsten Teil des Videos. Ich zeige euch, was ich zum Abendbrot esse. Nee, Spaß. Und heute habe ich auch etwas vorbereitet für euch, was das Essen so ein bisschen unterstützen kann und ein bisschen angenehmer machen kann. Hey und willkommen. Ich schiebe das mal ein bisschen zur Seite.
zu einem Zeitungsvideo, zu einem Zeitschriften-Auseinandernehmen-Video. Ich dachte mir mal, mache ich die Spacewalks nach und... Deswegen haben wir auch eine Flex. Und den Gronkh, der hat das auch schon gemacht. Und schau mir mal die Hey an und nehmen die mal auseinander. Schauen wir uns das mal an. Dein Star-Magazin, hier haben wir eine Titelseite. Wie schaut denn die aus? Ja, sehr bunt, voll geklatscht. Hey, dein Star-Magazin, www.heystarmagazin.de. Abgestürzt, die Welt sorgt sich um Demir. Who the fuck is Demir? No secrets, der Influencer erklärt, der Influencer erklärte, was im Leben wichtig ist. Okay, lesen kann ich auch nicht. Influencer. Auch ein Wort, was ich nicht sehr mag. Was im Leben wichtig ist. Na, das ist ein Influencer erklärt, was im Leben wichtig ist. Der sieht schon so aus. Guckt euch die mal an hier. Influencer Live. Ja, da haben wir Ariana Grande. Kenn ich nicht. Ist das Justin Bieber? Und Teenie Schwarm Typ. Mega extra, über 100 coole Handysticker. Eine Review über eine Fernsehserie. Riverdale. Könnte man kennen, muss man aber nicht. Oh nein. Lisa und Lena. Leni. Was für ein süßer Spitzname. Nicht. Und das Ganze hat hier, kann ich mal in die Kamera zeigen, ganze 2,90 Euro gekauft. Ach du Scheiße. Das hätte ich auch für was anderes sinnvoll ausgeben können. Mit 18 Postern und 4 XXL Postern. Was soll man denn bitte mit so vielen Postern machen? Hier meine Bude vollkleben, vergiss es. 3, 2, 1 verlobt, was? Krass, die Hochzeitspläne von Ari Boy von PT. Ach, vergiss es. Und die Loch ist mal wieder auf der ersten Seite hier, ist ja klar. Und hier mal Werbung. Schön gepflegt hier auf der Coverseite noch eine Werbung. Und das sind hier wohl die 100 Handy-Sticker. Reißen wir sie mal hier aus der ersten Seite raus. Das tut nicht gehen. Doch, es geht. Da bleibt dann so ein Kleber übrig. Also was haben wir denn hier? Ein Sticker von den Lochis. Lisa und Lena. Die kenne ich leider. Und diese ganzen Emojis. Ah, okay. Werde ich mir ganz bestimmt auf mein Handy kleben. So, was haben wir hier? Inhalt Star Special. Geht Ariana Grande und Pete Davidson alles zu schnell? Ah, okay. Das Gerüchteküche. Total beliebt. Twin Power, Lisa und Lena. Ach du Scheiße. Drogenskandal. Taylor Mania. Da, die Seite klebt. Geht nicht mehr von Seite los. Doch. Das Universum ist gegen mich. Na toll, da haben wir die ersten vollklatschten Seiten hier. Star News. Wie ist denn hier so alles Star? Miley Cyrus, okay. Miley Cyrus, nie gehört. Rihanna, nie gehört. Ah, okay. Kenn ich nicht. Nie gesehen, nie gehört. Stars. Aha. Falsche Ideale. Eigentlich hätte Bella Sloan 20 allen Grund zur Freude. Die Sängerin und Schauspielerin waren gleich dreimal für die diesjährigen
Teen Choice Awards nominiert. Das nutzte sie aber als Gelegenheit, die Veranstaltung zu kritisieren. Ach, wie kann sie nur? Das nutzt sie aber. Tatsache, dass Menschen gegeneinander voten, vermittelt ein falsches Weltbild. Vor allem die Wahl zum Teen Choice Hottie geht Bella gegen den Strich. Sie findet, dass man Menschen eher danach bewerten sollte, was für gute Dinge sie tun und nicht wie heiß sie sind. Mensch, Leute, das ist die erste Seite. Und ich habe hier random erstmal den ersten Textbatzen vorgelesen, den ich hier gefunden habe. Auf den anderen Seiten alles genauso bunt und knallig. Frau mit Möpsen. Video ist jetzt nicht mehr werbefreundlich. War es nie. Blitzverlobung. Ah, okay. Von wegen perfekt. Leben mit ADHS. Ach nee, das wollen wir ja nicht mal lesen, was hier drin steht. Schieß und auf. Das macht sie nicht immer schon Krankheiten lustig. In oder out? Aha, hier wird einmal erklärt, was in oder out ist. Alles klar. Neue Emojis sind in. Ein großes Herz ist in. Okay. Pink ist in. Popcycle Drinks, was auch immer das ist in. Und Girl Power ist in. Okay. Und out ist. Samt. Just for Mom. Noch nie was gehört. Achso, Just for Mom. Oh, mein Rechner meldet sich, mein Laptop meldet sich zu Wort. Jetzt will ich ja mal wissen. Steht auf Körperkunst und macht dabei auch vor seinem Gesicht nicht halt. Soweit so gut, aber der Grund von seinen neuen Tattoos, always tired. Ich kann halt einfach kein Englisch, Leute. Dass nun seine Wangen ziert, ist echt schräg. In einem Interview erzählt der Rapper, dass seine Mom gar nicht auf die Tinte im Gesicht stehe. Um sie zu ärgern, habe er alles gemacht. Gar nicht cool. Alles klar, erzähl nicht mehr. Die Loris. Ein Expertenquiz, okay. Das müssen wir natürlich mal machen, ja. Expertenquiz. Wie heißt das neueste Album der Loris? Ist mir sowas von Schnuppe. L, Hashtag What is Life. P, Hashtag Nice Life. A, Hashtag Host Life. Oder Hashtag Best Life. Best Life. Wo haben Heiko und Roman ihr aktuelles Album aufgenommen? In Sri Lanka, in Thailand, in den USA oder in Neuseeland? Bestimmt in Abu Dhabi. Wie ich das Ganze hier kenne. In welchem Fernsehserie haben die Brüder 2017 mitgespielt? GZSZ würde passen. Köln 50, 66, irgendwas, ihr wisst, was ich meine. Würde auch passen, Sturm der Liebe, Club der Roten Bänder. Ich vermute mal Club der Roten Bänder, aber das andere, die anderen drei würden wahrscheinlich eher passen. Und wie heißt der erste Kinofilm der Twins? Luder und Brüder, mein Bruder und das Luder, Luder vor Bruder. Nee, Leute. Nicht euer Ernst. Diese Antwortmöglichkeiten. Ich will nicht mehr. Okay. Sie ist das schönste Mädchen der Welt. In ihrer Rolle als Roxy begeistert uns Luna Wandler 19 im Kino. Deine Hey hat das Girl gecheckt. Ja.
Nein, ein bisschen Bildblätter. Ach, hier kommen die Posters. Die Poster, die Erklärung dazu oder was? Sonny Lux. Namika. Okay, Namika, von der habe ich schon was gehört. Die ist doch so eine Sängerin. Die war mal irgendwann mal im Trend. War mal irgendwie ganz beliebt und dann irgendwie nicht mehr oder keine Ahnung. Ja, okay. Der Typ hier macht mir Angst. Ja. Claudia mit K. Alles Klärchen, Probärchen. Mark Fuster. Was hat denn der hier noch zu suchen? Ein paar hübsche Beine. Und natürlich die Lochis. Ja, das muss mir übers Bett hängen. Das ist ja mal klar. So, ich setze mir hier mal die Lochis aus. Da muss man ja natürlich mittig hier aus dem Heft nehmen, damit das Heft hier ganz auseinanderfällt. Mit Loch an der Fresse. Passt ja. Okay, das sind jetzt XXL-Poster hier. Ach, hier sehe ich doch schon Lisa und Lena lachen. Alles klar. Also, sehr gut mal kommen. Oder. Hier haben wir noch ein Poster, noch so eine große Fratze. Klammern wieder zubiegen. So. So, da sind die Poster vorbei. Hier haben wir den Influencer. Das ist doch der Typ, der hier über sein Leben erzählen wollte. Dann mal lieber nicht. Movies. Das schönste Mädchen der Welt. Ach, das ist ja der Film, von dem habe ich gehört. Der soll gar nicht mal so scheiße sein. Ah, hier, bewertet von der Hate-Zeitschrift. Hier unten. Action. Nicht so sehr. Gefühle. Sehr viel. Fun. So mittelmäßig und Drama so ein klein bisschen. Start 6.9.2018 und also morgen, wenn ich das hier aufnehme, wenn ihr das seht, schon vor ein paar Tagen. Aber zu, ja. Und hier Unglaublichen 2 kommt noch. Timebreakers 2, was auch immer. Avengers Infinity War, das war schon, das kommt auf die DVD, wie es ausschaut. Kann man hier gewinnen oder was? Preisfrage, welchen Feind müssen die Superhelden in ihrem neuen Abenteuer bekämpfen? Schicke uns die Antwort, deinen Namen und deine Adresse sowie das Codewort Avengers per WhatsApp an die Nummer 01900496. Könnt ihr ja gerne machen hier. Habt ihr die Nummer, könnt ihr euch nehmen, könnt ihr mal schreiben und gewinnen. Hier habt ihr die Nummer, könnt ihr lesen. Win. Viel Spaß euch dabei. Alles auf Neustart. Und da sind unsere Lieblings-Twins. Lisa und Lena. Zartschweinweg, endlich 16 süße für uns. Hello USA. Next to Models. Alles klar. Das große Zwillingsduell. Wir checken, welches Duo erfolgreicher ist. Okay, und das Ergebnis ist, am Ende steht es 10 zu 11. Das bedeutet, noch haben die Lochis.
knapp die Nase vorn. Schnauze. Beide sind gleich blöd. Spaß. Könnt ihr machen, was ihr wollt. YouTube-Podcast yourself. Macht euren Scheiß. Für so lange, euch jemand zuguckt. Euer Link. Ich will Rosini ein Model. Ach, die Zuschauerbriefe hier. Das müssen wir lesen. Liebes Hädchen, ich bin so unzufrieden mit mir. Ich habe Pickel, Segelohren und meine Haare hängen nur platt herunter. Ich würde gern aussehen wie ein Model. Wie machen die das, dass sie immer so perfekt sind? Liebe Lina, hey, niemand ist perfekt. Das wäre auch ganz so leintönig. Von den Stars, die du so bewunderst, bekommst du aber meistens nur perfekte Bilder zu sehen. Denn professionell gestylt oder was auch immer und geschminkt, ihre Marke, die auch Stars haben, sind dann wie weggeblasen, wie weggezaubert, steht da. Im Nachhinein werden die Fotos oft nachbearbeitet. An solchen Pics solltest du dich nach orientieren. Den sollst du dich nicht orientieren. Der Wunsch, gut auszusehen, Mädels, Jungs, reduziere dich, aber bitte nicht aufs Äußere. Wichtiger sind deine inneren Werte, dass du dich zum Lachen bringst, Freundin, König, schreibe deine wichtigsten Eigenschaften, merken, kreativer Mensch, toller Mensch. Aha, schön. Ich habe einen anderen geküsst und ich kriege zu wenig Taschengeld. Ja, das sind die Themen, die wichtig sind und die man natürlich behandeln sollte in solchen Zeitschriften. Haben die Drogen gewonnen? Nee, komm. So tief müssen wir jetzt nicht umrennen. Ein Horoskop. Ach komm, halt. Die Fresse-Zeitschrift. Dann ist jetzt hier ein Horoskop hier noch am Ende. Und ein Comic. Tussi Terror. Ende gut, alles gut. So, ja, die Zukunft beginnt jetzt. Ein bisschen Werbung für die Nickelodeon. Alles klar. Und hinten drauf auch noch ein bisschen Werbung hier. Da haben wir es. Das Hey-Magazin. Mal wieder wundervolle Lektüre für den Abend. Darauf erstmal ein kleines Schinkenbrötchen. Noch umsonst gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr seid. Kehrt euch wohl. Haut rein. Ciao, ciao. Weg mit dem Zeug. Und die Emojis dahinterher. Die Sticker.